Hallo ihr Lieben, welcome back. Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Journalistin, Sprecherin und Autorin. Mit der neuen Staffel haben wir unser Outfit so ein bisschen aufgepeppt und wir feiern, das ist unseren Podcast Einfach ganz Leben, mittlerweile schon etwas mehr als 2 Jahre lang gibt. Über 50 Folgen haben wir gemacht und aus diesem Anlass wollen wir euch nämlich eine besondere Freude machen. Wir verlosen Bücher und Hörbücher von meinem heutigen Gast. Alles dazu erkläre ich euch nachher noch. Und über diesen Gast freue ich mich ganz besonders, denn er war bei Einfach ganz Leben sozusagen mein erstes Mal. Felix Klemme, mit ihm hat alles angefangen im November 2018 mit unserer allerersten Folge. Und jetzt ist er wieder da mit neuem Buch und Hörbuch. Natürlich abnehmen heißt es. Felix ist Sportwissenschaftler und Life Coach und begleitet schon viele Jahre Menschen mit Übergewicht. Und ihn treibt die Frage um, wie finden wir den Weg zu unserem Wohlfühlgewicht? Darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. Lieber Felix, schön, dass du da bist, dass du wieder da bist. Ja, total schön. Ich freue mich auch riesig, Jutta. Ich muss gestehen, ich war damals schon ganz schön aufgeregt. Das war so, hua, ich mache einen neuen Podcast, wie wird das wohl? Und dann haben wir uns total verquatscht und gar nicht mehr aufgehört. Das war, ich weiß noch genau, wie es war. Ich weiß noch, ich habe genau den Raum vor Augen, wo wir saßen. Und es war auch für mich ein total wundervolles Gespräch mit dir. Ich hatte so das Gefühl, wir sind so total abgetaucht in unsere kleine Mikrowelt. Und wir hätten da auch tagelang sitzen können und einfach weitersprechen können, weil sich einfach eins in das andere ergab. Das war wunderschön. Ja, wir hätten einfach so weitermachen können. Ne? Schön, dass wir jetzt anknüpfen können. Und ich springe gleich mal rein in dein Thema. Von dir gibt es ja auch schon so einige Bücher mit Fitness-Tipps und Ernährungstipps. Und jetzt hast du ein Buch über Abnehmen geschrieben und auch als Hörbuch eingesprochen. Und darin gibt es kein einziges Kochrezept, keinen einzigen Ernährungstipp. Wie geht das? Was ist hier dein Ansatz? Also das Spannende ist ja, dass wenn man sich dem Thema Übergewicht nähert, augenscheinlich erstmal ein 2 Themen anspringen, nämlich, wie du es gerade gesagt hast, Ernährung und Bewegung. Und ja, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, um auf dem Weg hin zum Wohlfühlgewicht etwas zu tun. Allerdings ist das, und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, es ist immer noch nicht so angekommen in den Köpfen, in der Gesellschaft und tatsächlich auch bei sehr vielen Menschen, die eben übergewichtig sind, dass es in erster Linie einen Zusammenhang gibt mit unseren Emotionen, also mit unseren Gefühlen. Es gibt auch einen Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen. Vielleicht haben wir Lust, da nachher noch drüber zu sprechen. Aber es geht in erster Linie darum zu erkennen und zu verstehen, dass es emotionale Beweggründe gibt, warum wir ein ganz bestimmtes Verhalten tun. Und Essen ist ein Verhalten, also ein Essverhalten. Und dort müssen wir hinschauen, wenn wir uns verändern wollen, in welcher Hinsicht auch immer. Diesen Kreislauf kennen ja viele. Also es gibt ja immer wieder die Erfahrung, okay, eine neue Diät, die probiere ich mal aus. Oder man entscheidet sich einfach für einen Klassiker. So oder so. Dann ist man eine Weile super motiviert und hat vielleicht auch Erfolg. Das motiviert einen auch wieder. Und trotzdem, irgendwann ist diese Diätphase vorbei und schwupps, verfällt man doch wieder in alte Gewohnheiten. Was passiert da? Da bist du genau im Thema, Jutta. Das ist nämlich genau das, was die emotionale Welt unseres Körpers betrifft. Das Spannende ist doch, dass wir von unserem rationalen Verstand her alles wissen. Also niemand, ich behaupte jetzt einfach mal, niemand, der abnehmen will, hat jetzt keine Ahnung, was er tun sollte, was Sinn machen würde, um das Körpergewicht zu reduzieren. Also es ist jedem klar, dass man sich gesund ernähren sollte. Und ich denke auch mal, und ich wage jetzt mal zu unterstellen, dass
die meisten Menschen wissen, wie eine gesunde Ernährung aussehen könnte und würde. Und ich unterstelle auch mal, dass die meisten Menschen wissen, dass es Sinn macht, sich regelmäßig zu bewegen, Sport zu machen und seinen Körper aktiv zu halten. Schön, dass man das weiß. Aber das Problem ist, dass eben wir gelenkt werden durch bestimmte Muster. Das sind Glaubenssätze, aber nicht nur Glaubenssätze, sondern einfach auch Dinge, die uns immer wieder in Verhaltensmuster treiben. Also nicht Glaubenssätze nur, sondern Verhaltensmuster. Und eine Diät hat ja einen netten Ansatz. Ja? Die schöne Idee bei einer Diät ist, ich wage mich jetzt mal auf einen Zeitraum X, auf ein Projekt ein, in dem ich etwas versuche, was im besten Falle dazu beiträgt, dass ich gesünder werde. Und eine gute Diät hat für mich immer den Charakter, dass es etwas ist, was ich im besten Falle ein Leben lang beibehalten möchte. Also Kohlsuppendiät wäre das jetzt nicht, sondern Diät im sinnvollen Aspekt gesehen wäre etwas, sich natürlich zu ernähren, sich regelmäßig natürlich zu bewegen, darauf zu achten, dass man ganz bestimmte Informationen eben konsumiert oder eben nicht konsumiert. Das hat ja auch was mit Diät zu tun. Und Diät ist ja nichts anderes als Lebensart und Weise. Das wird aber von vielen gar nicht richtig verstanden, sondern es wird eben eher so als, ja, ich mache jetzt mal von Zeitraum A bis B etwas anderes und dann mache ich es halt so oder so ähnlich, wie ich es vorher gemacht habe. Das ist ja nicht zielführend. Dass es so was Vorübergehendes nur ist. Ne? Okay, das ziehe ich jetzt mal durch, genau. Beiß die Zähne zusammen und danach darf ich ja wieder leben. Vielleicht ist das auch ein Irrtum, dass diese Zeit, dass man das so mit Verzicht verbindet. Und Verzicht fühlt sich einfach von vornherein schon mal irgendwie nicht toll an. Und so wie etwas, was man einfach wie einen Berg, den man überwindet und danach, ha, darf ich wieder alles. Also das Spannende ist, dass eben die meisten Menschen, die Diäten machen oder eine Diät anfangen wollen, dass sie meistens mit dem Satz starten, ja, also ich verzichte jetzt auf irgendwas. Also es ist immer dieser Fokus auf Verzicht. Und das ist neurologisch betrachtet total blöd, weil Verzicht ist nichts, was auf unserer motivationalen Ebene positive Aspekte auslöst. Also genauer gesagt, im Gehirn ist das unser Belohnungssystem, was über Dopamin arbeitet und Antriebe laufen vor allen Dingen über das Dopaminsystem. Und Verzicht löst da überhaupt nichts aus. Das heißt, man sollte sich in erster Linie mal die Frage stellen, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache eine Diät, dann wäre der wichtigste Aspekt zu fragen, okay, was gewinne ich denn? Und dazu könnte man sich zum Beispiel mal eine Liste machen, was ich alles gewinne, wenn ich eine ganz bestimmte gesunde Lebensform anwende. Und wenn man sich dafür beispielsweise mal Zeit nehmen würde, mal wirklich tief reinzugehen und da sich auch mal zu trauen, und das ist übrigens ein ganz entscheidender nächster Aspekt, das machen viele nicht. Die trauen sich dann nämlich nicht, mal in die Zukunft zu blicken, und zwar so in die Zukunft zu blicken, dass es richtig, richtig cool und genial und großartig wird, wenn es denn dann in Zukunft so ist, wie es sein könnte. Aber das ist genau entscheidend, auch Wissenschaft, also neurowissenschaftlich, einfach von unserer Art und Weise, wie unser Gehirn denkt, sich darüber einfach Gedanken zu machen, sich positive Bilder zu malen. Und das braucht es. Und dann ist auch eine Umsetzung sehr viel einfacher umzusetzen. Und die Motivation ist dann auch eine ganz andere. Lass uns mal ein bisschen schwelgen. Die Sätze, die das sein könnten. Was gewinne ich? Tada! Ich gewinne einen neuen Körper, ich gewinne mehr Lebensqualität, ich gewinne mehr Bewegungsfreiheit, ich gewinne ein besseres Körpergefühl, ich gewinne ein besseres Selbstbewusstsein, ich gewinne beispielsweise ein besseres Aufwachgefühl, ich habe mehr Lebensenergie, ich habe mehr Freude, wenn ich vorm Spiegel stehe, was nicht ganz unerheblich ist, ich habe eine bessere Haut, ich habe vielleicht eine bessere Verdauung, Schmerzen werden weniger, alle möglichen Entzündungsprozesse im Körper werden reduziert. Ich bin leichtfüßiger, ich kann Sachen tragen, in denen ich mich wieder richtig sexy fühle. Ich kriege Anerkennung von außen, ich erkenne mich selbst in einer neuen Art und Weise an.
Also ich könnte das jetzt episch weiterführen. Ich glaube, entscheidend ist, dass sich die Hörerinnen und Hörer einfach wirklich mal ganz bewusst die Frage stellen, was gewinne ich? Und das möchte ich an dieser Stelle auch einfach nochmal ganz klar sagen. Dieses Buch richtet sich zwar an Menschen, die entweder abnehmen wollen oder die selber mit Menschen arbeiten, die übergewichtig sind, oder auch Menschen, die Menschen kennen, die übergewichtig sind, um das gesamte Thema einfach mal zu durchdringen und nicht nur immer zu glauben, es geht um Ernährung und Bewegung, das ist einfach viel zu kurz gedacht, sondern ich möchte an dieser Stelle einfach auch nochmal sagen, ich arbeite ja nicht nur mit Übergewichtigen, sondern ich arbeite mit Menschen, die Veränderungen in ihrem Leben erreichen wollen. Und dafür sind diese Fragen essentiell. Also die Frage, was erreiche ich, wenn ich etwas verändere? Was sind die positiven Aspekte von einer sinnvollen Verhaltensweise? Dann werde ich mir auch klar darüber, warum das gerade überhaupt Sinn macht. Warum macht es gerade Sinn, dass ich hier auf dem Laufband laufe? Warum macht es gerade Sinn, dass ich vielleicht noch besser draußen durch den Wald jogge? Warum macht es gerade Sinn, dass ich jetzt vielleicht morgens eine halbe Stunde früher aufgestanden bin, um mich zu bewegen? Ja, es gibt diesen Schweinehund, den habe ich auch, den hat jeder Mensch. Das ist nichts, was jemand nicht hätte. Aber entscheidend ist, dass es Menschen gibt, die in der Lage sind, das Positive zu sehen, in die Zukunft zu schauen, das zu sehen, was noch nicht da ist und nicht nur das zu sehen, was in der Vergangenheit lag. Und das ist auch ein entscheidender Aspekt, warum viele Menschen nicht ins Tun kommen und warum Diäten meistens scheiße sind. Ja, weil die meisten Menschen haben mit Diäten keine positiven Erfahrungen gemacht und trotzdem machen sie die Hundertste. Weil man vielleicht keine andere Idee hat. Jetzt hast du die ganzen positiven Sachen und es gibt derer noch viel mehr aufgezählt. Warum passiert es trotzdem immer wieder? Was sind so die Hauptgründe aus deiner Erfahrung, warum wir dann doch immer wieder zu viel essen, uns damit trösten oder was auch immer damit geben? Also ich glaube, es macht Sinn, dass ich einmal kurz aus meiner Sicht erkläre, was eine Emotion ist, um zu verstehen, warum Emotionen auch so wichtig sind. Ich fange mal in einem ganz einfachen Bild an. Es gibt ja Menschen, die haben Diabetes, Diabetes Typ 2. Das ist ein Altersdiabetes, so nennt man den. Und das Tolle an diesem Altersdiabetes ist, dass man den zurückführen kann, dass man sich quasi davon rauslösen kann, dass man wieder ganz normal gesund ist, dass man diese ganzen Symptome und ganzen Probleme, die so ein Diabetes Typ 2 macht, nicht mehr hat. Dafür braucht es zum Beispiel Bewegung, vernünftige Ernährung etc. So. Was passiert jetzt bei einem Altersdiabetes? Die Zelle, wir haben ja unterschiedlichste Zellen in unserem Körper, Billionen. Und die Zelle, um die es jetzt geht, die braucht ja Energie. Und die Energie, die die Zelle bekommt, kriegt sie durch Zucker. Und der Zucker wird eingeschleust in die Zelle durch Insulin. Insulin ist quasi so der LKW, der sagt, hey, hier, ich habe Platz für Zucker und ich bin ein ausschließlicher Zuckertransporteur. Und alle Zuckermoleküle, die es hier im Körper gibt, die lade ich jetzt auf und die nehme ich mit. So, dann kommt der LKW angefahren, kommt zur Zelle und sagt, düt, ich habe hier eine Lieferung, ich würde gerne abliefern. Dann sagt die Zelle, das ist nett, dass du hier bist. Es gibt aber folgendes Problem, unsere Tore sind für heute und für morgen und für die nächsten Wochen geschlossen. Ich sage dir auch warum, es ist genug da, die Zelle ist voll, wir können jetzt nicht noch weiteren Zucker aufnehmen. Das ist das, was passiert. Und das nennt man dann Insulinresistenz. Das heißt, die Zelle ist resistent gegenüber Insulin. Insulin kann nicht mehr andocken. Der LKW kann nicht mehr reinfahren, um Zucker abzuladen. So, das ist erstmal dieses Bild. Das ist auf Zellebene, was beim Diabetes passiert. Jetzt möchte ich ein anderes Bild nehmen. Deswegen habe ich das jetzt ausführlich erklärt. Emotionen sehe ich quasi genauso wie die Energie von Zucker in einer Zelle. Emotionen sind nichts anderes als Energien in Bewegung. Im Englischen kann man das so schön erklären. Emotion, Energy in Motion, ist genau das, worum es geht. Also Emotionen sind Energien, die sich in Bewegung setzen, beziehungsweise sind in der Lage, mich als Mensch in Bewegung zu setzen. Energie, die mich in Bewegung setzt, ist eine Emotion. So, und wenn ich jetzt eine Emotion habe, beispielsweise eben auch in der Zelle, dann gibt es manche Zellen, die ganz bestimmte Emotionen nicht freigeben wollen. Also die Energie ist zwar da, aber die ist in der Zelle. Und da kann ich versuchen, wie ich will, da kann der LKW ankommen und kann sagen, ich hätte hier noch was abzuladen. Oder es gibt ja auch mal die Möglichkeit, dann das, was in der Zelle ist, auch wieder abzuholen, um die Energie freizugeben, damit sie in den Körper gelangt. Aber genau das passiert nicht. Also die Emotion, die Energie, die da als Emotion in der Zelle liegt, die ist nur in der Zelle.
und die kann sich aus der Zelle heraus nicht entfalten. Und das ist das, was ganz viele Menschen von uns haben. Sie unterdrücken ganz bestimmte Gefühle bzw. Emotionen, weil sie zum Beispiel sagen, ich will dieses eine Gefühl der Traurigkeit nicht fühlen. Ich will dieses Gefühl, dass ich nichts wert bin, nicht fühlen. Und ich will nicht fühlen, dass ich Angst habe oder dass ich wütend bin auf jemanden. Und ich kann dieser einen Person nicht vergeben, aber ich will nicht dieses Gefühl dazu haben. Und dann schließen wir bewusst und unbewusst ganz bestimmte Gefühle ein. Und das ist genau das Problem. In dem Moment, wo wir ein Gefühl einschließen, schließen wir nicht das Gefühl, sondern die Emotionen darin ein. Und dann sind wir gehemmt. Wir sind nicht in unserer vollen Energie. Und das können wir verstärken, also etwas zu unterdrücken, indem wir unterschiedlichste Verhaltensarten tun. Alkohol trinken ist beispielsweise eine Möglichkeit, um ganz bestimmte Gefühle runterzudrücken. Um zum Beispiel nicht sich so gestresst zu fühlen. Stress ist ja aber auch nur ein Überbegriff von unterschiedlichen negativen Gefühlen. Ich könnte aber zum Beispiel auch anfangen, Zigaretten zu rauchen. Ich könnte zum Beispiel auch maßlos Sport treiben. Das ist auch eine Form von Unterdrücken von Gefühlen, weil ich mich vielleicht mit einem Gefühl dann doch nicht so tief in der Tiefe auseinandersetzen möchte. Aber eben auch, und jetzt sind wir am Punkt, Essen ist auch eine Möglichkeit, Gefühle runterzudrücken. Und das Spannende ist, und da geht es jetzt in die Biochemie, und da hilft mir natürlich auch meine Ausbildung in Psychoneuroimmunologie, weil ich da einfach ganz viel auch über die Biochemie vom Gehirn und aber auch von unseren Organen gelernt habe. Und wenn man einfach weiß, dass beispielsweise Zucker wie Kokain oder sogar Heroin auf unser Gehirn, auf unser Belohnungssystem einwirken kann, dann ist es schon ziemlich krass, das zu realisieren. Aber dann macht es natürlich auch in dem Moment Sinn, dass man sich dann mit Zucker betäuben kann. Also man gibt sich einfach ein besseres Gefühl. Natürlich ist Zucker jetzt nicht so krass abhängig machend wie Heroin und Kokain auf den Punkt. Aber auf Dauer macht Zucker schon auch abhängig. Und das Fiese gegenüber jetzt anderen Drogen, sage ich mal, ist es, dass Zucker ja etwas ist, was wir auch immer brauchen. Also unser evolutionäres Gehirn ist seit Jahrmillionen volle Pulle auf Zucker programmiert. Also wir finden Zucker einfach seit Jahrmillionen geil. Also wirklich, das finden wir geil. Weil Zucker ist immer etwas gewesen, was wir so in der Art und Weise nie in Fülle hatten. Und wenn wir das mal auf den Punkt bringen, so viel Zucker, wie wir jetzt konsumieren können, können wir vielleicht gerade mal seit 100 Jahren. Mhm. Aber unsere Evolution ist ein paar Millionen Jahre alt. Also unser Körper ist viele, viele, viele Generationen evolutionär überhaupt nie in der Lage gewesen, so viel Zucker mal eben zu sich zu nehmen. Und wir sind eher darauf programmiert, in einer Welt zu leben, wo wir eher zu wenig zu essen haben als zu viel. Und da wirkt dann natürlich Zucker eben auch auf unser Gehirn massiv und eben auch auf unsere Emotionen. Also einfach gesagt, um es zusammenzufassen, jetzt meine lange Rede, ich bin in der Lage, mit Nahrungsmitteln, insbesondere Zucker, Salz oder Fett, ein negatives Gefühl zu betäuben. Also ich kann mir quasi ein besseres Gefühl einkaufen durch Zucker, Salz und Fett. Und das ist das Problem. Und anscheinend gewinnt das ja meistens noch. Wir haben ja eben die ganzen tollen Vorteile aufgezählt, die ja auch mit unserem Gehirn was machen. Und das ist auch super spannend, was durch die Biochemie und was inzwischen alles auch an bildgebenden Verfahren gibt, wo man beobachten kann, was im Gehirn passiert. Das habe ich auch in ganz vielen Gesprächen jetzt. Es ging auch mit rein, was passiert bei Kindern in der Entwicklung in frühen Jahren und so weiter. Also bei so ganz vielen verschiedenen Themen ist es total spannend, dass wir so viel mehr wissen über die Abläufe im Gehirn. Jetzt hast du ja das total schön anschaulich erzählt, dass der Zucker oder das Essen an sich auch uns hilft, so gewisse Gefühle runterzuhalten und damit noch positive Stoffe im Gehirn zur Ausschüttung zu bringen. Jetzt brauchen wir also sozusagen eine Methode, dass die tollen Ziele, das, was alles besser wird, wenn ich nicht viel esse, wenn ich weniger wiege, wenn ich mich mehr bewege und so weiter, dass das mehr positive Stoffe im Gehirn ausschüttet, oder? Wie komme ich dahin?
Also ich denke, es sind zwei Wege, die da Sinn machen. Zum einen ist der eine Weg sinnvoll, dass wir uns eben zum einen vom Verstand her einfach wirklich ganz klar machen, okay, was gewinne ich alles? Und das ist auch, also das ist der Kern meiner Arbeit. Ich arbeite immer auf zwei Ebenen. Ich möchte zum einen immer unseren Verstand mit auf die Reise nehmen, weil wenn mein Verstand das Warum und Wieso und das Wofür verstanden hat, dann ist es schon mal sehr viel einfacher, etwas zu machen. Weil wenn ich weiß, wofür ich morgens aufstehe, wenn ich weiß, wofür ich jetzt eine Runde spazieren, laufen gehe, wofür ich jetzt vielleicht ein paar kleine Übungen mache, dann erleichtert das erheblich. So, und der zweite Aspekt ist das Gefühl. Also ich arbeite immer auch auf der Ebene des Gefühls. Und da ist insbesondere unser Herz, das ist auch ganz spannend, da gibt es auch sehr viel spannende Wissenschaft drüber mittlerweile, ist unser Herz eben auch ein sehr wichtiges Organ in unserem Körper. Das ist eben mehr als nur eine Pumpe. Denn unser Herz funktioniert ähnlich wie unser Gehirn. Unser Herz hat 40.000 Nervenzellen ungefähr. Und das Spannende ist, dass unser Gehirn und unser Herz Informationen austauschen. Und dabei ist es nicht so, dass das Gehirn die meisten Informationen zum Herzen sendet, sondern andersrum. Nämlich 80% der Informationen, die Herz und Hirn austauschen, fließen vom Herzen zum Hirn. Und unser Herz ist in der Lage, da gibt es fantastische Studien, die habe ich auch in meinem Buch mit aufgenommen und auch ein paar Beispiele daraus gebracht. Unser Herz ist in der Lage, intuitiv Dinge vorauszuahnen, vorauszusehen. Das geht insbesondere dann gut, wenn wir gut sind in unserer Intuition und nicht nur im Kopf verhaftet sind. Das Problem ist, dass die meisten Menschen in unserer Gesellschaft, zumindest in unserer Gesellschaft hier, sehr im Kopf verhaftet sind, weil wir von klein auf gelernt haben, rational zu denken, in die Zukunft zu blicken. Viele Menschen beschäftigen sich entweder mit Zukunftssorgen oder mit Vergangenheitsthemen. Und dann ist man so wenig im Hier und Jetzt. Aber im Hier und Jetzt findet das Leben nicht nur statt, sondern im Hier und Jetzt findet vor allen Dingen Intuition statt. Und Intuition kann ich vor allen Dingen dann nutzen, wenn ich frei bin von emotionalen Blockaden. So, also was kann ich tun? Zum einen positiv mir klar machen, wofür ist das Ganze gut? Und im zweiten Aspekt schauen, wie kann ich mich von einem Gefühl oder von einer Emotion lösen, die mich möglicherweise immer wieder blockiert, die mir jetzt gerade erzählen will, oh, jetzt ist aber Schokolade die bessere Lösung. Und jetzt sind wir an so einem ganz entscheidenden Punkt. Also Kopf und Gefühl, das irgendwie zusammenzukriegen. Du hast auch sehr, sehr schöne Übungen in deinem Buch, wo ich so das Gefühl habe, ja, die helfen bei ganz vielen Sachen. Und du hast es ja auch eingangs erwähnt, dass du ja mit deinen Klienten viele Themen bearbeitest. Und mein Empfinden ist, dass es zum Beispiel ganz viel um Selbstliebe geht, auch in den Übungen. Also es geht vor allen Dingen auch um die Verbindung wieder zu sich selber. Also ganz viele Menschen haben einfach die Verbindung zu sich selbst verloren und wir hängen ja sehr viel im Außen. Wir versuchen uns ja im Außen immer irgendwas Positives zu holen, uns einzukaufen. Und das tun wir vor allen Dingen über materielle Dinge. Nahrung ist ja nichts anderes erstmal als etwas Materielles. Mhm. Und Essen hat ja, sage ich mal, zum einen sehr belohnenden Aspekt. Wir haben ja immer auch mit Essen positive Aspekte in Verbindung. Ja? Also ich habe gestern noch ein Interview gegeben, wo ich auch gesagt habe, wenn wir auf die Welt kommen, ist das Erste, was wir tun, worüber wir uns am meisten freuen, am Busen der Mama zu hängen und trinken zu können. Ja, das ist ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis, was wir haben, in einer tiefen Verbindung zu unserer Mutter zu sein und genährt zu sein. Also da ist Nahrung einfach schon was ganz Essentielles. Und beispielsweise, das ist auch etwas, das darf man sich einfach mal bewusst machen. Wenn wir nicht gestillt sind, dann fehlt uns was. Mhm. Also unserem Unterbewusstsein fehlt dann was. Und ich weiß, das ist ein ganz sensibles Thema, weil ich weiß, dass es, wenn man selbst nicht gestillt worden ist, dass man sich dann fragt, oh Gott, dann fehlt mir jetzt ganz viel und dann bin ich nicht komplett. Also ich kenne das aus meiner Arbeit, dass auch sehr viele Mütter dann sich Vorwürfe machen, dass sie Schuldgefühle dann haben, dass sie ihre Kinder nicht gestillt haben, weil es einfach nicht geklappt hat. Dafür gibt es auch unzählige Gründe, warum das dann nicht klappt.
Es ist entscheidend, dass es nicht darum geht, dass man Schuld hat oder dass man irgendwas falsch gemacht hat, sondern es ist viel wichtiger, einfach sich dessen bewusst zu sein, dass es eben diese wichtige Verbindung gibt zwischen Mama und Kind, die uns eben nährt. Und wenn das nicht geht, dann ist das auch okay, weil Nähren findet vor allen Dingen durch Körperlichkeit statt. Also die körperliche Nähe, die ist viel wichtiger als Nahrung. Also Menschen, das ist übrigens auch, das ist auch ganz spannend in der Biochemie zu beweisen, wenn Menschen verliebt sind, dann schütten sie ganz viel Oxytocin aus. Das ist das Bindungs- und Kuschelhormon. Und jetzt wird es total interessant. Oxytocin hemmt ein Hormon, was hungrig macht, nämlich Leptin. Und das ist das, was ganz viele Verliebte, ganz frisch Verliebte kennen. Die leben von Luft und Liebe. Und die leben deshalb von Luft und Liebe. Die brauchen nichts essen, die brauchen nicht viel Schlaf. Ja, die sind wach und die haben ganz viel Energie, eben weil Oxytocin, dieses Wunderhormon, auf so vielen Ebenen wirkt. Und es macht eben auch satt. Also Liebe macht uns satt. Und Körperkontakt, das ist das, was das Allerwichtigste ist für uns als menschliche Spezies. Ja, das ist wichtiger als jedes Essen, was wir bekommen können. Weil wenn Körperkontakt fehlt, dann fehlt uns unser Lebenselixier, weil wir sind darauf angewiesen, in Verbindung, in natürliche Verbindung mit anderen Menschen zu sein. Das kennt ja auf jeden Fall jeder, dieses Gefühl, boah, ich habe überhaupt gar keinen Hunger, ich bin einfach so verknallt, da brauche ich gar nichts anderes. Genau. Jetzt sind wir natürlich an so einem Punkt, dass das, wenn du das einer Mami sagst, es ist vielleicht nicht so schlimm, wenn du nicht gestillt hast, hab halt dein Kind immer ganz nah an deinem Körper, gib ganz viel Haut, Streicheln, Umarmung, deinen Geruch und so weiter. Gehen wir jetzt mal ins Erwachsenenleben. Nicht jeder von uns hat jederzeit Menschen um sich, die er oder sie umarmen kann. Vielleicht ist da gerade kein Partner, keine Partnerin, keine gute Freundin, ein guter Freund, der zur Verfügung steht dafür. Und ich würde gerne auf den Punkt, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, deine Übungen. Ganz viel können wir uns ja auch selber geben. Und ich finde sehr, sehr berührend, also auch schon ich sag einfach mal ein paar Titel. Eine deiner Übungen nennst du Herzverbindung, eine andere sich selbst und anderen vergeben, Mitgefühl für dich selbst und auch, das finde ich auch total toll, Gefühle finden, die uns fehlen. Mhm. Ich fände es total schön, dass man sich das einfach mal praktisch vorstellen kann, wenn wir eine dieser Übungen gerade mal machen oder dass du das vorträgst. Ich mache die Augen zu und genieße und unsere HörerInnen können das genauso machen. Eine Übung mit Felix. Total gern. Ja. Also ich würde vorab vielleicht noch so zwei, drei Sätze sagen. Mhm. Also ich würde jetzt eine Herzverbindung machen. Und das Tolle ist einfach, und du hast es gerade richtig beschrieben, Jutta, wir haben ja die wundervolle Möglichkeit. Und das ist wirklich, also ich finde das absolut gigantisch. Wir haben die Fähigkeit und Möglichkeit, dass wir in uns selbst ein Gefühl erschaffen, von absoluter Geborgenheit, von tiefster Liebe. Also vielleicht noch als anderes Bild, ja. Guck mal, du kennst das ja vielleicht, du kannst in dir Wut erschaffen. Du kannst Angst auch erschaffen, das kannst du ja machen. Ja, du kannst dir Dinge vorstellen, die dir Angst machen. Das ist ja nichts anderes als die Fähigkeit deines Gehirns, dass du etwas erschaffst. So, und wenn du in das Gefühl von Wut gehst, weil du es dir ausmalst und erdenkst, dann ist das ein Erschaffungsprozess. So, und wenn das geht, dann geht das natürlich auch in alle anderen wundervollen und wunderschönen Richtungen genauso. Und dazu ist es jetzt etwas, und das ist in der Wissenschaft untersucht und belegt. Du kannst selbst in deinem Körper das Kuschelhormon verstärkt ausschütten, Oxytocin. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo wir im Körper Oxytocin in einer höheren Dosis
produzieren, dann hemmt das Stresshormone, dann hemmt das Hunger und es führt uns in ein Gefühl der Annahme, Geborgenheit und dann auch Liebe. Wow. Das ist das, was wir dann als Selbstliebe benennen. Und das Tolle ist, das können wir wundervoll über eine Herzverbindung machen. Und das Spannende ist, und das ist eben wissenschaftlich belegt, wenn wir unser Herz berühren, also wenn wir unsere Hände auf unser Herz legen, dann schüttet unser Herz Oxytocin aus. Sag mal, wo genau tue ich meine Hände hin? Also ich würde den Tipp geben, dass man sie nicht so eben auf die linke Seite erlegt, sondern wirklich einfach in die Mitte, ne? Von unserer Brust, also so auf unser Brustbein, auf Herzhöhe. Mhm. Und dann dort einfach die Hände mittig auflegen. Und eine letzte wunderschöne Geschichte, die muss ich einfach an dieser Stelle auch noch teilen, weil die mich so sehr berührt hat. Ich spreche einmal im Monat mit Dr. Reinhard Friedel, der ist Herzchirurg. Und Reinhard ist ein ganz, ganz wundervoller Mensch. Er hat tausende Herzen operiert. Hat auch ein ganz wundervolles Buch geschrieben. Und er beschreibt diesen Moment, wenn er ein Herz in die Hand nimmt. Und er sagt, das Herz reagiert. Ich habe gerade Gänsehaut, ich finde das so berührend. Das Herz reagiert, je nachdem, wie er das Herz berührt und in seinen Händen hält. Und auch in welchem Gefühl er sich dem Herz nähert. Und er hat für sich ganz viel gelernt und erfahren, auch in seiner spirituellen Entwicklung, sich zu erlauben, ins Gefühl zu gehen. Weil ganz viele Jahrzehnte war er vollkommen abgekapselt von seinem Gefühl, weil er gedacht hatte und auch gelernt hatte, während einer OP darf man nichts fühlen, man muss funktionieren. Total konzentriert sein. Und man muss einfach dafür Sorge tragen. Mhm. Genau. Und es ist natürlich auch essentiell, hochkonzentriert bei der Sache zu sein. Und ich denke, es gibt nichts Komplexeres auf diesem Planeten, als ein Herz zu operieren. Ich glaube, mehr Fingerspitzengefühl gibt es nicht, was entscheidender ist, was man können muss. Aber das dann in Verbindung mit einem Gefühl zu tun, das ist absolut wow. Und er hat mir beschrieben, in einem Gespräch, was wir geführt haben, zu sehen, das Herz in den Händen zu halten und es liebevoll anzunehmen, dass das Herz darauf reagiert, dass es quasi springt und hüpft, weil es sich nicht ängstlich mehr fühlt. Und er hat auch gesagt, dass das Herz sich erschrickt. Das kann sich erschrecken. Bei einer OP hat er das mehrfach gesehen und gefühlt. Aber dafür muss man sich eben auch dem Raum des Fühlens wieder öffnen. Und wenn man nur im Verstand klebt, wie die meisten Menschen das einfach tun, nur im Verstand zu kleben, beschneiden wir uns so vielen wundervollen Möglichkeiten und Erfahrungen. Und deswegen ist eine Herzverbindung einfach eine ganz wundervolle Möglichkeit, sich da einen Raum zu öffnen, den wir betreten können, der in unserem Herzen liegt. Und deswegen können wir gerne mal eine Herzverbindung machen. Dafür alle, die jetzt zuhören, am besten einfach mal aufrecht hinsetzen. Die Füße dürfen im Idealfall beide fest den Boden berühren, gerne Schuhe ausziehen. Dann hat man auch nochmal eine bessere Verbindung zur Erde. Das macht auch immer viel mit Elektronenfluss und so. Und dann die Hände direkt ruhig mal so mittig auf das Brustbein legen und mal Kontakt aufnehmen mit dem Herzen. Erstmal noch drei tiefe Atemzüge auch, wenn man möchte, erst nochmal die Augen offen lassen und dann auch mal so im bewussten Dasein in der Umgebung merken, okay, ich kann auch jetzt mit geöffneten Augen in Verbindung mit meinem Herzen sein. Und dann einfach mal spüren, dass da was in der Mitte unseres Brustkorbes ist, was jeden Tag für uns schlägt. Und dann mal die Augen schließen. Und jetzt am Anfang einfach mal die Atmung ganz bewusst zum Herzen leiten. Spüre die Verbindung zwischen deinen Händen und deinem Herzen. Dann stell dir vor, dass du die Luft beim Einatmen zu deinem Herzen hinatmest und dass dein Herz durch deine Hände gewärmt ist.
Spür die Verbindung zu deinem Herzen. Und spür die Wärme aus deinen Händen, die in dein Herz fließt. Und wenn du merkst, das kommt irgendwie ein Gefühl oder eine Emotion hoch, die so ein bisschen eng sich anfühlt, dann spürst du die meistens auch im Herzen, dann atme die einfach aus und lass sie gehen. Und erlaub dir, dass jedes Gefühl einfach sein darf. Spür die Wärme. Und jetzt, wenn du so nach innen blickst und auf dein Herz schaust, stell dir mal vor, dass dich dein Herz so ganz leicht anlächelt. Und es lächelt gerade ganz besonders liebevoll, weil es sich bei dir bedankt dafür, dass du ihm jetzt gerade in diesem Moment so viel Aufmerksamkeit schenkst, dass du es siehst, dass du jetzt mal für dein Herz da bist, wie geborgen es sich jetzt fühlt bei dir, sich gesehen fühlt. Und spür die Liebe, die dir dein Herz sendet, aus Dankbarkeit. Wenn du willst, kannst du deinem Herzen jetzt auch noch was schicken. Bedankst du dich nochmal kurz, lächelst vielleicht zurück, wenn du magst. Und dann kommst du ganz langsam wieder zurück, öffnest ganz sanft deine Augen, spürst nochmal in dich hinein. Kannst vielleicht spüren, dass da ganz viel Oxytocin sich gerade durch deine Blutbahn bewegt. Siehst du, wo meine Mundwinkel sind? Also breites Grinsen ist zu viel, aber so ein Lächeln, was so hochgeht. Und ich habe gerade auch gedacht, ja, was, weil du gesagt hast, schick deinem, vielleicht magst du deinem Herzen was schicken. Und dann durchflutet mich tatsächlich ein unglaubliches Gefühl der Dankbarkeit, dass es so selbstverständlich jeden Tag schlägt und mich am Leben hält und ich all das tun kann, was ich tue. Dankbarkeit ist auch, finde ich, so ein was ganz, ganz Hilfreiches, um zufrieden zu sein. Ich habe heute früh, dachte ich so, ich habe schon irgendwie einen hektischen Morgen gehabt und da ist manches in Anführungszeichen schief gegangen, was ich mir anders vorgestellt habe. Und dann dachte ich, ja, aber was war schon alles toll heute Morgen? Ich bin schon übrigens umarmt worden und angelächelt worden. Ich habe auch ein bisschen Haferbrei frühstücken können und so weiter und so fort. Also es gab schon so einiges, was eigentlich schön war, wo ich dachte, was soll's, scheiß der Hund drauf, dass das und das gerade nicht so geklappt hat. Das können wir auch lösen. Also es gibt immer etwas, um dankbar zu sein. Das hilft auch so viel. Also ich finde auch, wenn wir uns die Zeit nehmen, das war ja jetzt vielleicht 4 Minuten oder 5 Minuten länger, war das ja gerade nicht. Wenn wir uns mal die Zeit nehmen, unsere Aufmerksamkeit an unser Herz oder auf unser Herz zu richten, da kann auch nicht, also da kommt so viel Demut hoch, das spüre ich immer wieder. Ich mache regelmäßig eine Herzverbindung mit mir für mich selbst. Und ich spüre einfach immer so eine tiefe Demut, weil ich einfach auch genau dieses Herz ist so selbstlos.
Ja, das schlägt, ohne was zu erwarten. Das ist einfach immer da. Solange ich lebe, schlägt mein Herz. Und das Herz ist übrigens auch das erste Organ, was lebendig wird. Weil wird übrigens auch über Oxytocin zum Leben erweckt. Das finde ich auch ganz schön. Also das Liebeshormon erweckt uns zum Leben. Wir dürfen uns selbst einfach dankbar sein, ohne dass wir was tun. Und das ist für ganz viele ein Riesenschritt, ja. Wir haben von klein auf gelernt, dass wir erstmal was tun müssen, damit wir gemocht werden, damit wir gesehen werden, damit wir anerkannt werden, damit wir geliebt werden. Aber wir dürfen auch einfach so geliebt sein, ohne was zu tun, indem wir einfach nur sind. Und lass uns das ganz bitte an dieser Stelle gerade mal ganz festhalten, weil wir uns ja auch oft so leer und abhängig fühlen, weil wir glauben, diese Liebe und damit das viele tolle Oxytocin, das kriegen wir nur durch andere. Mhm. Wir haben ja gerade diese Übung gemacht, um uns das selbst zu geben. Denn das ist ja so ein ganz wichtiger Punkt, dass du kannst mir erzählen, wie toll das ist, Körperkontakt zu haben. Na klar, und in jeder Frauenzeitschrift oder Männerzeitschrift auch steht, was alles Tolles in uns passiert, wenn wir Sex haben, was da für Hormone ausgeschüttet werden, die Reibung an der Haut und was das alles, ne, Oxytocin und was das sonst noch für ein Feuerwerk auslöst. Okay, aber wenn ich das gerade alles nicht haben kann, dann mich nicht abhängig davon zu fühlen, sagen, ja, ich habe das aber nicht. Ich habe gerade keinen Partner, keine Partnerin oder wir verstehen uns gerade nicht gut und deshalb umarmen wir uns nicht und so weiter. Aber die Möglichkeit selber daraus, also diese Selbstermächtigung, finde ich jetzt gerade so krass an diesem, auch an diesem Übungsansatz, den du hast, uns das einfach selber zu geben. Ja, das macht auch ganz viel. Also diese Übung, die wir jetzt gerade gemacht haben, die geht sehr tief, sehr, sehr tief. Ob ich das will oder nicht, ist zweitrangig, denn es passiert einfach. Also das ist auch das, was ich in meiner Arbeit immer wieder erfahre. Ich meine, wir haben uns jetzt vor 2 Jahren ja das letzte Mal sozusagen gesehen und sind uns begegnet. Das ist jetzt gerade irgendwie schade, Jutta, dass wir uns nicht gegenüber sitzen, weil ich bin mir sicher, du würdest auch eine Veränderung spüren bei dir. Mir. Mhm. Das ist jetzt vielleicht auch spürbar, aber das Spannende ist ja, dass wir ja einander viel mehr spüren, ohne uns jetzt berühren zu müssen, sondern einfach nur, wenn wir uns gegenüber sitzen, gegenüberstehen, ohne dass wir uns in irgendeiner Art und Weise körperlich berühren, spüren wir einander ja. Und dieses Gespür und dieses Fühlen und dieses tiefe Erfahren, was wir dann in dem Moment haben, ist genau das, was auch uns Menschen zum einen ausmacht und es ist auch genau das, was ich jetzt vor allen Dingen auch immer wieder in meiner Arbeit erfahren und wirklich auch erleben darf, dass genau dieses Fühlen diese tiefe Veränderung bewirken kann. Also bei meinen Seminaren, die ich gebe, ist auch ganz spannend zu sehen, dass bei vielen einfach sich sehr viel löst. Gar nicht mal so sehr daraus, dass ich jetzt 1:1 dann mit jemandem ins Gespräch gehe und dann 1:1 mit jemandem arbeite, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass ich einfach mein eigenes Herz ganz weit aufmache. Und das ist für die Anwesenden dann spürbar. Und durch diese Verbindung, also durch diese tiefe Verbindung, bricht dann auch ganz oft vieles auf und kann sich dann lösen. Vielleicht ist es ja sogar so, dass jetzt diejenigen, die gerade dieses Podcast hören, dass sie das vielleicht sogar auch spüren können. Ob das jetzt bei der Herzverbindung war oder einfach auch, ja, vielleicht haben sie das Gefühl, dass sie mich fühlen können, obwohl sie mich nur hören können. Also weil du ja eben gesagt hast, leider sind wir nicht im selben Raum, aber wir sehen einander jetzt über ein Online-Tool natürlich. Ich habe ganz viel gefühlt bei der Übung. Und gut, ich darf dich auch sehen, aber es ist nicht genauso, als wären wir im selben Raum, ist schon klar. Aber ich finde, es wird ganz viel spürbar und auch, wie du es mit deiner Stimme vermittelt hast. Also ich
denke und hoffe schon, dass viele auch, dass du viele auch im Gefühl erreicht hast damit. Mhm. Und nochmal an der Stelle, du hast gerade auch gesagt, in deinen Seminaren, indem die Teilnehmenden spüren, wie du dein Herz öffnest, löst sich was bei ihnen. Und der Idealfall wäre ja, dass man sich mit nach Hause nimmt, wie öffne ich mein Herz, um auch außerhalb des Seminars mit Felix, wo es mir so gut geht, weil der Felix sein Herz öffnet, wie ich das selber in mein Leben transportieren kann, dass ich durch eine eigene Herzöffnung und Verbindung und sei es zu der Bäckereiverkäuferin oder dem Verkäufer, wo ich jeden Morgen hingehe und die mir ein fröhliches, schönen Tag mit auf den Weg gibt, auch sowas mit offenem Herzen zu nehmen, dass es eine viel größere Wirkung bekommt, weil ich etwas dazu tue. Ich glaube, das Entscheidende ist zu erkennen, und auch sich selbst gegenüber absolut pur anzuerkennen, dass wir ganz, ganz sanft und verletzlich sind. Und diese Verletzlichkeit zu sehen, ist das, was vielen schon Angst macht. Und diese Verletzlichkeit zu spüren, ist natürlich noch mal viel stärker, als sie zu sehen. Und ich sage jetzt mal, den Raum, den ich dann natürlich in meinen Seminaren dann erschaffe, ist genau dieser Raum, dass wir alle uns ganz echt und pur erleben und erfahren und auch zeigen dürfen. Ein geschützter Raum. Genau. Und ja, unsere jetzt aktuelle Realität, in der wir leben im Außen, ist anders. Ja, weil wir haben eine Welt um uns herum, die nicht will, sich nicht erlaubt, sich so verletzlich zu zeigen, weil mit dieser Verletzlichkeit ja auch sehr oft ziemlich radikal umgegangen wurde. Das passiert ja auch heute noch. Also wie wir mit Kindern heute umgehen, ist ja auch nur ein Zeichen dessen, wie mit uns als Kindern umgegangen worden ist. Und meistens gehen wir ja schon sensibler mit unseren Kindern um, als mit uns als Kindern umgegangen worden ist. Nicht immer natürlich, aber ich denke, in den meisten Fällen wird es schon so sein, dass wir ja auch durch unseren eigenen Schmerz, durch den wir gegangen sind, ja auch was gelernt haben für uns, für unser Leben, dass wir auch sagen, also das, was ich erfahren habe, das möchte ich so nicht weitergeben. Also wie kann ich das mitnehmen? Das war ja deine Frage und das ist ja auch eine wichtige Frage. Ich glaube, was mir hilft, ist, dass ich mir vor Augen halte, dass wenn Menschen mir gegenüber sich einfach total doof verhalten oder aggressiv verhalten oder in Wut sind oder auch in Angst sind, dass ich mir einfach bewusst mache, dass diese Menschen das ja nicht tun, um mir bewusst zu schaden oder mich bewusst zu verletzen, sondern es zeigt mir auf, dass sie selbst in sich noch gefangene Emotionen in ihren Zellen haben, die sie sich noch nicht erlaubt haben zu befreien, zu lösen. Und dass deren Emotionen sich eben noch nicht ganz frei durch ihren Körper bewegen können. Und dass dieses Verhalten, was ich dann wahrnehmen kann im Außen, sich durch das zeigt, was sich im Innen eben noch im wahrsten Sinne des Wortes verborgen und gefangen hält und fühlt. Das hilft mir einfach, um ein besseres Verständnis und eben auch ein besseres Mitgefühl für mein Gegenüber zu haben. Was nicht heißt, dass ich das immer cool finde. Und was schon gar nicht heißt, dass ich nicht auch immer wieder an meine Grenzen komme, wenn ich mitbekomme, wie sich manche Menschen einfach verhalten und so überhaupt nicht bewusst oder auch mitfühlend sind mit sich oder noch weniger mit anderen. Ja, das ist eine Herausforderung und das ist aber auch genau die Herausforderung, an der wir ja unser gesamtes Leben lang beständig wachsen dürfen. Es gibt so ein
schönen Satz, den ich letztens gehört habe von jemandem, der gesagt hat, hey, wenn du glaubst, du bist erleuchtet und du hast alles durch, dann verbring mal eine Woche mit deinen Eltern. Das ist der beste Test, ob du wirklich erleuchtet bist. Wie großartig. Okay, abgesehen von den Eltern, das erfordert schon ganz schön viel Stärke, persönliche Stärke, dass wenn einer, ich sage jetzt mal salopp, rumspinnt oder rumrandaliert, dass man in dem Moment fühlt, okay, dem geht's wahrscheinlich nicht gut und deshalb benimmt er sich so. Aber es kann einem auch wahnsinnig helfen, weil es auch die Brücke hin ist zu, es hat nichts mit mir zu tun. Ganz, ganz viel beziehen wir ja auf uns selber, was tatsächlich nichts mit uns zu tun hat. Und daraus entsteht auch wieder Konflikt, weil wir denken, der hat jetzt mich gemeint, der findet mich blöd, der hat mich beleidigt. Und oft hat das tatsächlich nichts mit uns zu tun. Mhm. Genau. Wie kriegen wir das geöffnete Herz in die Welt? Da waren wir ja jetzt. Und zwar so. Wir können natürlich nicht immer mit offenem Herzen rumrennen und dann haut uns eine rein, sozusagen. Also genau diese Balance zu finden, so weitgehend mit offenem Herzen und Empathie durch die Welt zu gehen und damit eben auch die eigene Gefühlswelt zu befeuern, lebendig zu halten und zugleich aufpassen, dass uns nicht irgendein Blödmann eins mitgibt, was uns verletzt. Ich glaube, es ist sogar so, dass wir lernen dürfen, schon immer mit einem offenen Herzen durch die Welt zu laufen, weil es das tatsächlich, wenn wir das erkennen, wie es sich mal anfühlt, in einem offenen Herzen zu sein, dass es viel weniger anstrengend ist. Weil das Herz verschließen bedeutet ja Anspannen. Und Anspannung ist anstrengend. Das heißt, wenn ich das nicht anspanne und verspanne, dann spare ich mir die Energie für wundervolle andere Dinge. Was hier nicht heißt, und das ist mir auch an dieser Stelle wichtig, ja, ich muss nicht alles gut finden, was jemand macht. Und es gibt auch ganz ehrlich, es gibt so viele Verhaltensarten, die alles andere als gut, wertschätzend, liebevoll, respektvoll sind. Da ein offenes Herz zu behalten, hilft ja in erster Linie mal mir selber. Weil ich in dem Moment ja auch mein Gegenüber viel klarer erkennen und sehen kann. Und dann aus einem offenen Herzen heraus eine Handlung zu vollziehen. Zum Beispiel zu sagen, ey, ganz ehrlich, was du gerade sagst, mir gegenüber, das ist so verletzend, das verletzt mich so sehr, weil du da etwas tust, was du, ob du es bewusst oder unbewusst machst, weiß ich nicht. Nur das, was du da tust, ist einfach eine Art, die mich zum Beispiel traurig macht. Also das, was du gesagt hast, das macht mich traurig, weil du mir damit das Gefühl vermitteln willst, dass ich nichts wert bin. Ja, oder dass ich nicht wichtig bin. Aber ich bin wichtig. Ich bin wichtig. Und ich bin auch wertvoll. Ja, aber das ist das Spannende. Wie viele Menschen können sich das schon selbst nicht sagen, dass sie wichtig sind und wertvoll sind. Und wenn du das jetzt gerade hörst und du hast gerade das Gefühl, dass du dir selber nicht sagen kannst, dass du wichtig und wertvoll bist, dann ist das ein super Zeichen dafür, dass du da irgendwann etwas in deinem Leben gehört hast, was du begonnen hast zu glauben. Dass du irgendwann begonnen hast zu glauben, was dir jemand gesagt hat, dass dir jemand vielleicht weismachen wollte, dass du nicht wichtig und nicht wertvoll bist. Und das ist nicht wahr, weil du bist wichtig und du bist wertvoll. Und wenn du es nicht glauben kannst, dann mach eine Herzverbindung und fühl mal, was dein Herz dir sendet. Und spätestens dann wirst du fühlen und erfahren, dass du ganz wundervoll bist und dass du wichtig bist und dass du wertvoll bist. Weil dein Herz wird es dir auf seine Art und Weise sagen. Und das ist gut, wenn wir das ganz oft machen, damit es sich wirklich in unseren Zellen verankert. Ja, das ist Übung. Ja. Und das ist tatsächlich regelmäßiges Anwenden. Das ist wichtiger als unser täglich Brot. Und da sind wir wieder bei der Geschichte, dieses sich überwinden, es zu tun.
Es ist ja auch so, alles, was du jetzt gesagt hast, ist einfach zutiefst überzeugend. Und jetzt muss man es eben wirklich vom Kopf ins Gefühl und auch ja, in seine Motivationsebene bekommen, sage ich mal. Und da muss ich auch noch an unser erstes Gespräch denken, wo du gesagt hast, naja, einfach mal anfangen. Fang einfach mal an. Mach irgendeinen kleinen Schritt in die Richtung. Nicht so, boah, und jetzt ganz groß und ich mache mir jetzt einen Tagesplan mit 68 Punkten, die ich abarbeiten muss. Einfach mal mit einem kleinen Schritt anfangen. Genau, und so eine Herzverbindung wäre ja ein wunderbarer Anfang, den wir machen können, weil es dauert vielleicht 3 Minuten, ja, morgens, bevor ich aufstehe, mal ganz bewusst 3 Minuten lang in eine Verbindung mit meinem Herzen kommen. Und dann sagen, lass uns mal gerade gucken, die nächsten 1, 2, 3 Schritte, was das sein könnte, wenn es jetzt zum Beispiel um Körperarbeit geht und Umstellung der Ernährung, anderes Gefühl zu seinem Körper zu bekommen. Einfach so taps, taps, taps. Welche paar ersten Schritte könnte ich machen, um gut hineinzufinden? Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, so einen emotionalen Essensplan zu nutzen. Den habe ich jetzt auch mit ins Buch gepackt. Der ist eigentlich aus einem Online-Programm von mir, von einem Coaching-Programm. Aber den habe ich mit reingepackt, weil ich den einfach so essentiell wichtig erachte, weil der Essensplan, dieser emotionale Essensplan uns sehr viele Sachen aufdeckt, offenbart ganz viel. Weil wir dadurch auch erkennen können, dass wir in den meisten Fällen wahrscheinlich eben emotional essen und nicht, weil wir Hunger haben, sondern weil irgendeine Emotion sich gerade meldet, die wir nicht wahr oder die wir nicht haben wollen. Das ist zum Beispiel eine ganz tolle Möglichkeit, damit zu arbeiten, um das aufzudecken. Beschreib den mal kurz. Da sind so Kategorien, ne? Warum esse ich und wann und so, ne? Dass man das so einträgt. Genau. Genau, also ich trage dann zum Beispiel ein, um wie viel Uhr ich esse. Was hat mich zum Beispiel gerade beschäftigt, bevor ich jetzt angefangen habe zu essen? Ändert sich das, während ich was esse? Und dann ist auch die Frage, wie ist es dann danach? Also nachdem du gegessen hast, ein paar Minuten später, wie ist dein Gefühl danach? Und über diese Schritte kannst du halt ganz toll auf die Schliche kommen. Warum du isst, in welchen Momenten du isst, ob es vielleicht Muster gibt, so Essmuster, dass es vielleicht auch bestimmte Uhrzeiten gibt. Gibt es ein ganz spannendes Bild von einer Klientin von mir, die hat immer zu einer ganz bestimmten Uhrzeit gegessen und die wusste eigentlich nicht, warum. Und dann haben wir entdeckt, dass es zu dieser Uhrzeit in ihrer Vergangenheit etwas gegeben hat, was sie massiv emotional beeinflusst hat. Also es war ein massives traumatisches Ereignis, was sie in dem Moment so vorher gar nicht bewusst war, dass das so massiv war. Aber da hat sie dann für sich Essen als Lösung gefunden, als Lösung in Anführungszeichen. Und das zu entdecken und zu offenbaren, das war super. Weil da hat sie dann erkannt, okay, krass, jetzt ist gleich wieder diese Uhrzeit und dann kommt wieder mein Unterbewusstsein und meldet sich und sagt mir, hey, guck mal hier, ich mache gerade wieder das, weil mir das in irgendeiner Art und Weise geholfen hat damals. Das ist ja auch noch etwas, das wir auch rausfinden. Es gibt Sachen, die uns zu einem bestimmten Zeitpunkt mal geholfen haben, als wir 3 Jahre alt waren oder 8 oder 10, die Techniken behalten wir oft bei, obwohl sie uns jetzt nicht mehr helfen. Also das auch rauszufinden und auch rauszufiltern. Genau. Also das ist eine Möglichkeit und im Kern geht es wirklich darum, zu entdecken, was ist noch nicht offen? Was habe ich noch nicht offengelegt? Was versuche ich zu verbergen? Was versuche ich von mir wegzudrücken? Was versuche ich jetzt schon wieder zu betäuben? Ich habe auch ein Beispiel genannt in meinem Buch von einem Klienten von mir. Der hat zum Beispiel mehr gegessen, als er musste, wollte und Hunger hatte, weil er damit, und das war ihm überhaupt nicht bewusst, das ist total spannend, der ist auch jemand, der jetzt nicht stark übergewichtig ist, der hat vielleicht so 8 Kilo zu viel, aber der hat es nicht geschafft, sich von diesen 8 Kilo einfach zu lösen. Und er hat so viel gemacht, er hat so viel Sport gemacht, hat sich so viel, der hat so viel verändert, hat so sehr auf seine Ernährung geachtet, aber hat es nicht geschafft, da runterzukommen. Bis wir im Coaching aufgelöst haben,
dass er mehr isst, als er eigentlich Hunger hat, damit er den Zeitraum verlängert, gemeinsam am Tisch sitzen zu können. Ach. Weil es zu Hause quasi die Regel gibt, solange noch jemand isst, bleiben wir zusammen sitzen. Und das Spannende war, das hat er dann im Erwachsenen-Ich angewendet und er hat es als Kind genauso erfahren. Mhm. Ja, und er hat eine Erfahrung gemacht mit seinem Vater, der auch immer viel weg war. Und wenn die dann zusammen waren, dann hat er da auch schon als Kind mehr gegessen, damit er dann die Zeit mit seinem Papa verlängern konnte. Und so hat er das jetzt angewendet mit seinem Kind. Das ist total spannend. Oh Mann. Und das aufzudecken, ne? Ja, das aufzudecken, ist dann genau dieser Moment des, wow, ich kann das jetzt auch fühlen. Ich kann das nicht nur verstehen, sondern ich fühle das tief in meinem Herzen, was das macht. So bewegend. Ja. Es scheint dann so einfach, aber boah, was das für eine Kraft hat, ne? So etwas, was man mitgebracht hat. Mir ist auch noch eins lebhaft hängen geblieben, was du damals gesagt hast. Dem Wald ist es egal, wie du aussiehst. Das war auch in Bezug auf dein Buch Bin raus, über das wir damals gesprochen haben. Und das ist ja auch eins deiner Top-Themen, dieses Rausgehen in die Natur. Und bei allem, was wir jetzt gerade besprochen haben, ich finde, das passt auch so gut dazu. Das eine ist, dass wir etwas im Kopf kapieren. Das andere ist, dass wir es erfahren. Also, wenn ich jetzt ganz oft in den Wald gehe und denke, dem ist es scheißegal, wie ich aussehe, ob ich dick oder dünn bin oder ungeschminkt oder die ersten grauen Haare kommen oder Fältchen oder wie auch immer. Und nicht nur es sich zu sagen, sondern zu erfahren, dass man sich in einer Situation befindet, wo das scheißegal ist. Sich das auch oft zu holen, ist ja auch ein Weg, dass es einem, ja, dass es sich in der Gefühlsebene verankert oder dass es einem in die Zellen hineingeht. Schöne Kombi. Also, ich kenne viele Menschen, die auch mit Affirmationen arbeiten. Also, dass man sich immer wieder was sagt und es immer wiederholt, so mantrenartig. Aber das bringt so lange nichts, solange du das, was du sagst, nicht fühlst. Also solange du etwas nicht fühlst, wird sich das nicht verankern und wird das nicht real. Also manifestieren tun wir ausschließlich, wenn wir das vom Bewusstsein her, also vom Verstand her begreifen und gleichzeitig fühlen können. Mhm. Wenn es nur auf Verstandesebene ist, wird es nicht funktionieren. Und wenn es nur ein Gefühl ist und wir es nicht verstehen, wird es auch schwierig. Deswegen ist dieses Arbeiten mit Verstand und Herz so entscheidend. Und deswegen braucht es auch immer das ins Gefühl kommen. Mhm. Da wir das mit dem Kopf ja meistens besser können, nehmen wir uns jetzt von dir einen Satz mit in den Tag. Fühl mal hin. Statt denk mal drüber nach. Okay. Ja, fühl mal rein. Fühl mal rein, genau. Weißt du was? In diesen zwei Jahren, die ich jetzt, oder über zwei Jahren, die ich jetzt den Podcast mache, hat sich entwickelt, dass ich am Schluss immer eine Frage stelle. Und ich habe noch mal reingehört. Ich habe dir ganz viele Fragen gestellt beim letzten Mal. Und auch diese. Aber ich stelle sie dir noch mal. Und da wir ja immer in Entwicklung sind, bin ich total gespannt, was du jetzt sagst. Die Frage ist, was ist für dich persönlich Glück? Also Glück ist für mich das pure Bewusstsein darüber, wer wir wirklich sind. Also Glück ist für mich zum einen der Moment, den Moment im Hier und Jetzt mit allem, was ist, zu erfahren. Und Glück bedeutet für mich auch, in einem tiefen Bewusstsein darüber zu sein, dass wir viel mehr sind als nur ein Gedanke. Sehr schön. Vielen lieben Dank, lieber Felix. Wenn ihr wissen möchtet, was der Felix vor zwei Jahren zum Thema Glück gesagt hat, dann muss ich jetzt einfach sagen, bitte hört rein in die allererste Folge von Einfach ganz Leben. Oder soll ich das jetzt verraten? Ja, gerne. Ja? Das bin ich ja jetzt selber total neugierig. Ja, okay, das ist jetzt doof, ne? Wenn ich sage, hört rein. Vielleicht hat trotzdem jemand Lust, noch mal reinzuhören in das Gespräch, weil es
so schön war und so anders und trotzdem auch wieder so ähnlich, weil gerade habe ich gemerkt, mit dem Sprechen mit dir bin ich schon wieder in so eine, in dieses Gefühl gekommen, was ich auch beim letzten Mal hatte, dass wir so weiter plaudern könnten und irgendwie in sowas, in so eine schöne Wohlfühlblase versinken, finde ich. Du hast gesagt, Glück ist für mich auf jeden Fall der Aspekt zu erkennen, dass in mir im Endeffekt alles ruht. Und dieses Ruhen bringt nicht nur Ruhe, sondern auch einen gewissen Frieden und ganz klar auch eine Sicherheit mit sich. Und ich lerne einfach im Laufe meines Lebens mir verschiedene Dinge, Fähigkeiten oder auch also die erstmal zu nehmen in mir, diese zu entdecken, damit umzugehen, spielerisch im besten Falle, aber genauso auch immer wieder neue Facetten an mir selber zu entdecken. So wie du es vorhin auch so schön gesagt hast, dann habe ich da jetzt nochmal einen neuen Job bekommen oder eine neue Möglichkeit gehabt, dann habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber dann war ich doch auch irgendwie total dankbar, dass ich da wieder so ein neues Talent an mir entdecken durfte. So, das finde ich, das sind diese neuen Facetten und diese Facetten, die hat jeder Mensch. Ja, und wenn wir erkennen und wenn wir den Mut haben, da einfach mal drauf zuzugehen und zu gucken, was kommt, ohne eine Erwartung zu haben, sondern sich einfach mal drauf einzulassen, dann wird es ganz oft ganz toll. Krass, spannend. Ja, spannend. Das bist auch du, ja, Felix. Tatsächlich kann ich das auch noch immer fühlen. Und es ist spannend, das jetzt nochmal so zu hören, weil daran sehe ich eben auch diese 2 Jahre Entwicklung. Ja. Also ich bin halt natürlich, wie jeder andere auch, 2 Jahre später in einem anderen Bewusstsein. Und das nehme ich auch gerade wahr. Wie schön. Und das ist auch, finde ich, jetzt eine ganz schöne Botschaft am Schluss für unsere Hörerinnen und Hörer, was Entwicklung sein kann und trotzdem so dieses bei sich sein. Und der Typ, der du bist, bist du so heute wie damals irgendwie. Du bist der Felix und diese Entwicklung spüre ich auch. Ich finde es super toll. Ich danke dir so sehr. Und ich komme jetzt gerade noch mal auf mein Versprechen vom Anfang zurück. Wir verschenken ja 5 Buchpakete von Felix Klemme. Das neue Buch natürlich Abnehmen, kombiniert mit dem Hörbuch Bin raus, was das Thema von unserem ersten Podcastgespräch war, was ich auch sehr, sehr liebe. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt einfach eine Mail an einfachganzleben in einem Wort @argon-verlag.de. Bis zum 21. Januar habt ihr Zeit dazu. Dann könnt ihr eines der Buchpakete gewinnen. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge und natürlich auch Links zu allem, was der Felix so macht. Und wenn ihr schon am Schreiben seid, würden wir uns so freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung auf iTunes hinterlasst und auf die 5 Sternchen klickt. Wenn ihr mögt, schreibt gern auch mir persönlich, wenn ihr Ideen und Anregungen habt oder mir einfach was mitteilen möchtet, einfach an jutta@juttaribrock.de. Noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness und Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de. Diesen Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald. Ciao.